Hallo Freunde, willkommen zurück zum Adventskalender. Wir starten ein neues Spiel. Es wird ein Zweitagesspiel, das heißt, es ist nicht einfach nur so ein Spiel für zwischendurch, sondern ein bisschen was Aufwendigeres, in das man sich vielleicht ein bisschen hineinversetzen kann. Einige von euch wird es wahrscheinlich direkt ansprechen. Es ist auch ein älteres Spiel, das heißt, viele von euch werden es schon kennen und einen kenne ich ganz besonders, der sich darüber freuen wird, dass ich hier ein bisschen was zeige. Und er wird sich nachher ärgern, weil ich mich total blöd anstelle. Wir spielen eine Runde Evil Genius. Um was geht's? Es ist effektiv... Kennt ihr den Film Austin Powers? Goldmember? So ein Zeug? Effektiv geht's darum. Ein bisschen so eine Verlade auf James Bond. 60er, 70er Jahre. Bösewicht, Weltherrschaft. Ein... böses Genie auf einer geheimen Insel mit einer unterirdischen Basis, der seine Handlanger in die Welt hinausschickt, um Dinge zu tun. Am Anfang einfach nur Diebstähle, später vielleicht ein bisschen was Größeres. Wir haben auch eine rechte Hand, wie man das aus den alten James-Bond-Filmen kennt. Beißer oder ja, dieser Nappen mit seinem Metallhut und ein paar andere. Meine Güte. Da kennt ihr euch wahrscheinlich sogar besser aus als ich. Dementsprechend, ich würde vorschlagen, wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel und schauen zu, dass wir die Weltherrschaft an uns reißen. Oder wir versuchen es zumindest. Einfach kann jeder. Hauen wir mal richtig rein. So, wir haben drei Genies zur Auswahl. Maximilian, der ist im Prinzip ein schwerreicher Industrieller, bisschen kurz gewachsen und dementsprechend hat er einige Komplexe. Dementsprechend, das ist seine Motivation. Die ganze Welt mal auf sein Niveau bringen. Alexis, fieses Genie und sehr charmant. Die Handlanger haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu desertieren, sage ich mal, wenn wir sie nicht gut behandeln. Und Alexis wickelt die Leute so um ihren Finger, dass keiner desertiert. Maximilian auf der anderen Seite ist, wie gesagt, schwerreicher Industrieller. Der kriegt Vorteile auf Forschung und Gedöns. Und Shen Yu, ich glaube, der ist von der chinesischen Triaden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Der hat bestimmt auch einen ganz tollen, großartigen Vorteil, nur fällt mir der gerade leider nicht mehr ein. Wird schon nicht so prall gewesen sein. Ich würde sagen, für den Adventskalender schauen wir uns mal Maximilian ein bisschen genauer an. Ah, da haben wir es ja auch noch ausführlich. Das ist Maximilian, ungefähr so breit wie hoch. Übernehmen Sie die Kontrolle als Maximilian. Sie sind ein zu klein geratener, übellauniger, völlig verrückter und unglaublich reicher Großindustrieller. In seinem Fall eher ein Kleinbreitindustrieller. Ihr Ehrgeiz treibt sie dazu, die Welt mit Hilfe hochmoderner Forschung und technologischer Übermacht unterwerfen zu wollen. Dann stellen wir sie doch richtig vor. Alexis sieht ein bisschen aus wie bei 101 Dalmatiner, die Deville. Übernehmen Sie die Kontrolle als Alexis. Sie sind eine elegante und wunderschöne, anbetungswürdige Multimillionenerbin. Ihre Schönheit verlangt äußersten Respekt und Loyalität von jenen, die das große Glück haben, ihnen dienen zu dürfen. Ja, wahrscheinlich ist sie ja langweilig und sie hat deshalb beschlossen, die Welt zu unterwerfen. Was weiß ich. Und da steckt es auch schon so ein bisschen drin, was bei Austin Powers ein bisschen von Dr. Evil auf die Schippe genommen wird. Millionenerbin. Maximilian. Was ist heutzutage noch eine Million? Damit kannst du sowas nicht mehr finanzieren. Du brauchst Milliarden. Wirklich. Oh, grün. Übernehmen Sie die Kontrolle als Shen Yu. Sie sind geheimnisumwittert und undurchschaubar. Der mysteriöse Superverbrecher, der erst zum Superagenten und dann zum fiesen Genie wurde. Ihr geheimes, weltumspannendes Netzwerk von Verschwörern sichert Ihnen Einfluss über die Regierungen der Welt. Ja. Seine Agenten haben irgendeinen Vorteil. Blau, Rot, Grün. Ich glaube, wir nehmen Blau für den Start.
Er ist der ultimative Bösewicht. Er hat sogar ein Monokel. Und er hat ein Bötchen. Nochmal ausdrücklich, es ist ein älteres Spiel. Wir reden hier 2003. Dementsprechend, besser kriege ich die Grafik nicht hin. So, lass mal gucken. Wie so? Okay. Mhm. Okay, hier haben wir unseren Tresor, sage ich mal. Da liegt unser Vermögen und einige Koffer mit Geld natürlich. Da sind auch ein paar Handlanger und da ist unser böses Genie. Dann schauen wir mal. Hier geht's. Also das hier ist unsere geheime Insel. Mit Anlegesteg und herzlich willkommen. Und hier geht's zu unserer unterirdischen Basis. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen an, ein paar Dinge zu bauen. Fiese Absichten und Schnick und Schnack, ja. Das ist erstmal okay. Wir gucken mal kurz nach den Arbeitern. Wir können derzeit 3 haben. Wir haben auch 3. Dementsprechend mehr anheuern ist nicht. Dann errichten wir mal einen Korridor. Machen wir das mal hier hin. Das könnte funktionieren. Der Raum befindet sich im Bau. Der Bau des Raums geht weiter. Sehr gut. Jetzt latschen unsere Handlanger los, schnappen sich einen Geldkoffer, um die Baubehörde zu bestechen, und fahren damit in den Baumarkt und kaufen Material. In dem Fall Sprengstoff, damit sie diese Gänge aus dem Berg raussprengen können. Ich würde vorschlagen, wir verlängern das hier nochmal ein bisschen. Der Bau des Raums geht weiter. Da wird auch schon gesprengt. Fantastische Arbeit. Eine Präzisionssprengung. Für Maler- und Lackierarbeiten wird natürlich alles abgeklebt. Und schon ist das fertig. So gefällt mir das. Lass mal gucken. Wir könnten hier mal eine Standardtür errichten. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Das gefällt mir gut. Da kommt schon der Nächste mit seinem Dynamit. Dann passt das. Okay. Wir haben hier drüben natürlich noch eine ganze Menge Platz. Also, wir sind nicht darauf beschränkt, hier so ein kleines mickriges Ding zu bauen. Aber hier im Eingangsbereich könnten wir es schon mal ein bisschen, ja, effizient gestalten, möchte ich mal sagen. So, die Tür hätten wir. Den Gang hätten wir. Was wir relativ frühzeitig brauchen, ist die Kommandozentrale. Und die, würde ich sagen, könnten wir eigentlich hier drüben bauen. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Der Bau des Raums geht weiter. Ein Tresorraum, eine Kaserne, ein Kontrollraum. Yep. Die Kaserne könnten wir eigentlich hierher machen. Lass mal überlegen, wenn wir hier eins als Mauer lassen. Dann machen wir hier den Eingang. Dann können wir hier eine Reihe Spinte machen. Das gefällt mir so eigentlich gar nicht, aber
What? Das war nix. Probieren wir das nochmal. So. Sagen wir, wir machen hier den Eingang hin. Und machen die Kaserne dann erstmal hierher. Der Raum befindet sich im Bau. Sehr gut. Der Bau des Raums geht weiter. Schwächliche Ermittler. Eindringling wurde mit Eliminieren-Tag markiert. Eliminieren-Tag angeordnet. Da kommt unser Handlanger. Neue Räume stehen zum Bau zur Verfügung. Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. Und unsere Handlanger helfen natürlich auch. Wir können keine direkten Befehle erteilen, sondern nur so indirekte. Agenten sind eliminiert, das ist schon mal ein Anfang. Dann brauchen wir jetzt bitte eine Kühlkammer. Hier, Gefrierkammer. Die ist jetzt 4 breit. Das ist erstmal okay. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. So weit, so gut. Der Bau des Raums geht weiter. Im Moment liegen jetzt hier die Leichensäcke mit den Ermittlern. Wenn neue Ermittler kommen, finden die diese Säcke und werden alarmiert. Dann habe ich richtig Probleme. Dementsprechend muss ich die verstauen. Das mache ich in einer Gefrierkammer. Und es würde mir sehr helfen, wenn das einigermaßen zeitnah passieren würde. Okay. Dann bauen wir hier erstmal eine Standardtür ein. Dann brauchen wir eine Handvoll Betten. Achtung, nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verfügbar. Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt, der Kauf des Objekts verzögert sich. Achtung, dieses Objekt ist schlecht zugänglich. Achtung, nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verfügbar. Dieses Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. Ja, das freut mich sehr. Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt, der Kauf des Objekts verzögert sich. Wir bauen trotzdem noch ein paar Spinde. Dieses Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. So, viel mal dazu. Die Bediensteten brauchen gelegentlich Ruhepausen, also müssen die schlafen, dafür brauchen wir die Stockbetten. Und jeder Bedienstete kriegt einen Spind. Im Moment haben wir natürlich viel mehr Betten als Spinte, aber wir können die Kaserne später noch erweitern und weitere Spinte hinzufügen. So, was wir jetzt vielleicht noch bräuchten, wäre hier nochmal eine Standardtür. Wenn ich jetzt noch rauskriege... Na also. Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt, der Kauf des Objekts verzögert sich. Das läuft soweit. Und dann brauchen wir hier in der Kühlkammer natürlich Regale. Dieses Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. Das läuft. Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt. Der Kauf des Objekts verzögert sich. Nicht kleckern, klotzen. Sowas wie Overkill gibt's nicht. Dementsprechend legen wir hier schon mal richtig los. Sobald wir jetzt die ersten Spinte haben, müssten wir auch neues Personal anfordern können. Oh, wir könnten sogar 5. Fordern wir mal an. Jetzt können wir 11. Fordern wir mal an. Wir bekommen alle 60 Sekunden einen Bediensteten. Wir können den Regler erhöhen, um das zu beschleunigen, aber dann kostet das auch. Dann machen wir quasi Werbung und Zeitungsannoncen und so ein Zeug. Alle Charaktere im Spiel verfügen über 5 Werte. Diese geben Auskunft über das Wohlbefinden einer Person. Je höher der Wert, desto besser fühlt sich die Person. Gesundheit gibt an, wie viel körperlichen Schaden ein Charakter einstecken kann. Sinkt die Gesundheit einer Person auf 0, stirbt sie. Loyalität zeigt die Bereitschaft zum Arbeiten an. Bedienstete ohne Loyalität machen oftmals Ärger und können unter Umständen sogar desertieren.
Agenten, deren Loyalität auf Null sinkt, vergessen ihren Auftrag und verhalten sich wie ganz normale Touristen. Aus diesem Zustand wachen sie wieder auf, sobald sie etwas Verdächtiges entdecken. Klugheit zeigt an, wie clever ein Charakter ist. Sinkt die Klugheit einer Person auf Null, ist sie für eine Weile außer Gefecht gesetzt und kratzt sich verwundert am Kopf. Sinkt die Klugheit eines Agenten auf Null, löst sich alle angestaute Wut in Wohlgefallen auf. Aufmerksamkeit gibt die Wachsamkeit gegenüber Fallensensoren an. Sinkt die Aufmerksamkeit eines Charakters auf Null, bleibt er stehen und kratzt sich verwundert am Kopf. Sinkt die Aufmerksamkeit eines Agenten auf Null, vergisst er, welche Gegenden er schon erkundet hat. Ausdauer ist ein Maß für körperliche Ausdauer und Fitness. Sinkt die Ausdauer einer Person auf Null, sinkt sie bewusstlos zu Boden und bleibt für kurze Zeit liegen. Das wollen wir natürlich nicht, dass unseren Leuten sowas passiert. So, du bist unser Handlanger. Geh du da mal raus aus der Kühlkammer. Ich weiß, du bist unglaublich cool und so, aber du hast da eigentlich nicht viel drin verloren. Gut, wir könnten natürlich auch noch ein paar Fallen installieren. Zum Beispiel Giftgaskäfig. Das wäre doch... Das Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. Das wäre doch mal ein super Objekt. Dann hätten wir hier noch eine Windmaschinenfalle. Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt. Der Kauf des Objekts verzögert sich. Dieses Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. Wichtige Informationen werden in der... Oh, da habe ich Mist gemacht. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Na. Ich... So, jetzt aber. Hierhin. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Und das hier? Das Objekt wird in Kürze versetzt. Auftrag, hierhin. Das Objekt zu bewegen, bestätigt. Okay, so viel mal zum Eingangsbereich. Ich würde sogar sagen, wir bauen hier vorne noch mal eine Tür hin. Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt. Der Kauf des Objekts verzögert sich. In der Hoffnung, dass wir die Zivilisten hier raushalten. Wenn Agenten kommen, können die Türen knacken. Das dauert aber eine Weile. Die Idee dahinter ist, ich mache hier vorne Druckplatten hin. Und wenn die Agenten dann hierher kommen, um die Tür zu knacken, werden sie von den Druckplatten als Eindringlinge erkannt. Und die Windfalle bläst die Agenten hier rüber in die Giftgaskäfigfalle. Das zumindest die Theorie dahinter. Ich hoffe, dass das einigermaßen hinhaut, so wie ich mir das vorstelle. Ansonsten haben wir natürlich eine ganze Menge Türen und Zeug. Ist vielleicht nicht das Schlechteste. Nein, möchte ich nicht. Nein, möchte ich immer noch nicht. Schade, ich hätte mir gewünscht, dass ich vielleicht einzelne Teile einfach nur abreißen kann. So, lass mal gucken. Wir haben inzwischen 14 als Kapazität. Fordern wir mehr an. Derzeit sind wir schon bei 7 Bediensteten. Dementsprechend laufen jetzt natürlich auch mehr Leute rum und die Arbeiten werden schneller erledigt. Und da sind auch schon Tags dran zum Bewegen. Das heißt, irgendein armer Dödel sammelt die dann nachher ein und bringt die hier in die Gefrierkammer. So, jetzt verlieren wir natürlich jede Menge Geld im Laufe der Zeit. Wir müssen irgendwann auch mal daran denken, neues Geld zu verdienen. Dementsprechend schlage ich vor, wir errichten mal eine Kommandozentrale. War das der Kontrollraum? Sieht ein bisschen aus wie... Gefrierkammer, genau. Das ist der Kontrollraum. Okay. Machen wir den mal hier hin. Das ist für den Anfang mal ein richtig großer Kontrollraum. Der Raum befindet sich im Bau.
Der Bau des Raums geht weiter. Das muss dann auch erstmal reichen. Wir schalten nach und nach immer mehr und mehr Räume frei. Wir müssen später auch für Energieversorgung hier einrichten. Wir müssen Unterhaltung bieten für unsere Bediensteten. Die brauchen Räume zum Entspannen. Das mit den Werten habt ihr schon erklärt bekommen. Dann kriegen wir irgendwann Konferenzräume, wo wir regionale Bösewichte noch einladen können für Planungen und so ein Zeug. Dann können wir so eine Art Thronraum für unseren Bösewicht bauen. Und ich glaube, wir errichten gleich noch einen kleinen Tresorraum. Dann müssen wir das hier draußen nicht so offen rumliegen haben. Dann können wir das noch hier hinten reinpacken. Das war falsch. Hier wollen wir hin. Einen Tresorraum. Der sieht doch gut aus. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Der Bau des Raums geht weiter. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Unsere Leute kommen, wie ihr seht, ungehindert durch die Türen durch. Agenten. Wenn die Streitkräfte der Gerechtigkeit Sie nerven, bauen Sie doch ein paar heimtückische Fallen, um sich des Problems zu entledigen. Doch denken Sie daran, Ihre Fallen mit Sensoren zu verbinden, dass sie sonst nicht ausgelöst werden. Ja, habe ich ja vor. Das war so der Wink mit dem Zaunfall, dass die Fallen jetzt installiert sind. Okay, dann errichten wir doch ein paar Kontaktplatten. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Dieses Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. Soweit, so gut. Da kommen schon die Sprengmeister, die machen hier die nächsten Räume frei. Und so nimmt unsere Basis langsam aber sicher Gestalt an. Wir könnten uns natürlich ein bisschen umgucken. Vielleicht sind inzwischen neue Agenten auf der Insel gelandet. Die kommen im Normalfall mit so Gleitschirmen an. Solche Einrichtungen gibt es natürlich auch auf der Insel. Da können sich die Bediensteten entspannen, wenn die total durch den Wind sind. Und im Normalfall laufen auch ein paar Zivilisten durch die Gegend, die die Insel quasi als Urlaubsort besuchen. Also, da haben wir die Geschichte mit dem Kraftwerk, wo wir dann für Strom sorgen müssen. Was? Ich hab... Der Raum wird jetzt zerstört. Ich habe eine Kaserne gebaut und keinen Tresorraum. Fantastisch. Okay. Wichtig, die Buchhaltung muss stimmen. Deshalb bauen wir mal eine Stechuhr. Dann brauchen wir Bedientafeln. Irgendwo müssen unsere schurkischen Pläne ja schließlich in die Tat umgesetzt werden. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Gut, und was wir auch noch brauchen, sind Speicherbanken. Da würde ich vorschlagen, bauen wir auch mal eine Handvoll. Bedienungstafeln analysieren eingehende Daten aus der ganzen Welt. Um geheime Informationen von der Weltkarte entschlüsseln zu können, müssen ihre Bedienungstafeln bemannt sein. Verschiedene Regionen erfordern unterschiedlich viele Bedienungstafeln, um die gewünschten Informationen zu erhalten. Richtig. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns noch an. Keine Sorge. Dieses Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. So, da haben wir schon mal eine ganze Menge. 4 Stück, das reicht eine Weile. Bedientafeln haben wir auch einige. Mit Stechuhren können wir natürlich auch Arbeitszeiten klar machen und entscheiden, wie viele Leute immer in dem Raum hier sein sollen. Ich denke, wir haben inzwischen unsere Kommandozentrale. Da können wir unseren Fiesewicht hinbringen. Beweg dich. Also. Noch ist natürlich alles im Aufbau und das geht am Anfang. Strom erschöpft. Alle
gebrauchenden Objekte sind abgeschaltet. Ja, richtig, das mit dem Strom. Blöde Sache. Und dann sind natürlich auch alle Türen offen. Hervorragend. Kriege ich das Ding hier irgendwie abgeschalten? Nee, aber ich kann sagen, wer sie benutzen soll. Gut, das bedeutet, wir brauchen als nächstes ganz dringend einen Raum, der Strom produziert. Wir könnten das erste kleine Kraftwerk hier hinbauen. Ist nichts Besonderes, aber... Der Raum befindet sich im Bau. Der Bau des Raums geht weiter. Aber wir brauchen dringend Strom, sonst läuft hier nichts mehr mit der Weltherrschaft. Und was wir auch brauchen, ist Geld. Und zwar ziemlich dringend. Also schauen wir mal auf der... Strom ist äußerst wichtig. Wenn Sie nicht wirklich Strom produzieren können, schaltet sich Ihre Basis ab und lässt Sie schutzlos im Dunkeln. Bauen Sie schnell mehr Generatoren. Ich bin ja dabei. Wahrscheinlich kann ich sie mir aber gar nicht mehr leisten. Hier seht ihr, die Bediensteten benutzen diese Sensoren oder diese Funkwellen, um die Taster hier auszuschalten, damit die nicht von der Falle gekillt werden. So, jetzt lass mal gucken. Neue Missionsziele verfügbar. Neue Räume stehen zum Bau zur Verfügung. Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. So, wenn ich das richtig verstehe, lösen die Platten die Windmaschine aus und die Windmaschine löst das Ding aus. Theoretisch müssten feindliche Agenten hier direkt in diese Gaskammer reingeschubst werden. Sie haben nun Zugang zur Weltherrschaftskarte. Danke. Von hier aus können Sie infame Aktionen, die Ihren Bekanntheitsgrad steigern, auf der ganzen Welt ausführen und Sie können wertvolle Beute von den Streitkräften der Gerechtigkeit stehlen. Die Weltkarte kann Ihnen zu zusätzlichen Geldreserven verhelfen. Sie können Ihre Bediensteten in alle Regionen der Welt entsenden, wo sie automatisch Geld stehlen, solange die Option Diebstahl in dieser Region gewählt ist. Nach Ihrer Ankunft in der Region senden Ihre Bediensteten in regelmäßigen Abständen die Erträge Ihrer Raubzüge zur Insel, wo sie im Depot gesammelt und dann zum Tresorraum gebracht werden. Jede Region hat ein Geldpotenzial. Je höher der Wert, desto mehr Geld erbeuten Ihre Bediensteten. Sie können das Geldpotenzial in Erfahrung bringen, wenn Sie die für diese Region benötigte Anzahl an Bedienungstafeln aktiviert haben. Je mehr Bedienstete in einer Region stehlen, desto höher wird die Ausbeute. Wählen Sie Ihre Truppen mit Sorgfalt aus. Bedienstete in eine Region entsenden ist ein einfacher Vorgang. Wählen Sie zunächst die Region aus, in der Sie stehlen möchten. Ja. Die Tante hat zwar recht und das ist auch alles wichtig, aber man muss ja nicht alles auf einmal und ohne... Ohne hingucken. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Okay, damit sollten wir erstmal wieder ein bisschen Strom produzieren. Und wenn wir ein größeres Kraftwerk bauen, reißen wir das hier auch wieder ab. Die Gerätschaften können wir rüber transportieren lassen dann. Und auf die Art haben wir hier wieder Platz für einen Tresor. Allerdings brauchen wir ganz furchtbar dringend nicht nur Strom, sondern auch mal wieder Geld. Ah, okay. Das ist entweder eine... Zimmermädchen, okay. Ja, Maid wollte ich sagen. Zimmermädchen natürlich. Ja, die können sich ein bisschen entspannen. Wird Zeit, dass hier Zeug gekauft wird. Da kommen sie schon. Sobald wir Strom haben, nehmen wir das Ding in Betrieb und schicken die ersten Leute... nach extern ein bisschen Geld verdienen. Wir sind gleich am Limit. Dann ist das mit dem Personal schon mal eine feine Sache. Na also. Und siehe da, der Laden läuft.
Okay, und das sind auch schon jetzt die ersten Bediensteten. Bewegen sich alle da hoch, das läuft. Dann schauen wir jetzt mal auf der Weltkarte oder auf der Weltherrschaftskarte, was Sache ist. Sowas in der Art habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Europa, Nordamerika, Südamerika, der ganze Kram. Das ist alles in verschiedene Farben aufgeteilt. Stellt euch diese Farben effektiv als Machtblöcke vor, die zusammenarbeiten, die gewisse Ressourcen miteinander teilen. Europa, Grönland gehört ursprünglich mal zu Dänemark oder gehört heute sogar noch zu Dänemark. Australien, Indien, Südafrika, das waren alles mal britische Kolonien. Also Grün kümmert sich um Europa und die ehemaligen Kolonien, wenn man so möchte. Nordamerika ist klar, da gehört Japan noch dazu. Das hat was mit der Besetzung Zweiter Weltkrieg und so weiter zu tun. Die arbeiten auch dicht zusammen. Ehemalige Sowjetunion und Geschnader, die arbeiten zusammen. Und Kuba gehört auch noch dazu. Der chinesische Raum, die arbeiten in diesem Spiel auch so zusammen. Und ansonsten Afrika und Südamerika ist so der traurige Rest, die arbeiten auch zusammen. Jetzt sehen wir hier verschiedene Zahlenwerte. 6, 4, Fragezeichen, 9. Das zeigt ein bisschen an, wie viel Geld wir da rausholen können und wie groß unser Aufwand dabei ist. Am Anfang möchte ich mich erstmal auf nur eine Macht konzentrieren, weil wir haben einen gewissen Bekanntheitsgrad und wir lösen auch Wut aus, wenn wir irgendwo agieren. Je wütender die werden, desto mehr Agenten schicken die zu uns. Im Moment können wir es noch nicht mit vielen Agenten aufnehmen. Und wenn wir jetzt allen ans Bein pissen, schicken uns alle Agenten. Und das wird einfach zu viel für den Anfang. Dementsprechend könnten wir uns doch mal ein bisschen hier umgucken. So, wir schicken... Oh, wir bräuchten 6 Stück davon. Wir haben erst 3. Das ist schlecht. Kriege ich irgendwas hin mit 3? Da könnten wir hier was machen. Okay. Schicken wir einfach mal 6 Agenten hier rüber und sagen denen, sie sollen Dinge stehlen. Das dauert jetzt eine Weile und dann bringt der Hubschrauber die Leute hier rein. Und das ist richtig toll gemacht, wie ein Risikospielbrett oder so. Wir kriegen dann tatsächlich so Spielsteine hierher. Dauert einen Moment. Hier sind die Leute noch unterwegs. Die latschen jetzt alle zum Hubschrauberlandeplatz und werden dann in den Einsatz gebracht. Was haben wir jetzt noch? Zimmermädchen und Gefängniszelle. Ja. Eine Gefängniszelle haben wir zurzeit noch gar nicht. Und im Moment möchte ich auch erstmal noch ein bisschen Geld ran schaffen. Da hört man schon den Hubschrauber. Der bringt die Leute dann zum Einsatz. Wo auch immer unsere Insel ist, es ist alles in Hubschrauberreichweite. Unsere rechte Hand patrouilliert mal wieder. Alles gut soweit. Wir könnten natürlich die Kaserne noch ein bisschen erweitern, um mehr Bedienstete hier zu haben. Ich meine, wir haben jetzt 6 Stück in den Einsatz geschickt. Das heißt, wir haben nur noch 9 Leute in der Basis. Und die arbeiten zurzeit alle hier. Sobald wir jetzt irgendwas im Bauauftrag geben, werden Leute von hier irgendwo anders hingeschickt, um das zu erledigen. Wir könnten zum Beispiel eine Tür hier vorne ran machen. Aber im Moment brauchen wir es nicht. Ein Kraftwerk zu besitzen ist kein Verbrechen. Schon gar nicht auf einer einsamen Insel. Irgendwie muss das ja laufen mit dem Strom. So, hier sehen wir die Spielsteine. Wir haben die Leute hier.
Und Regionseinkommen, die bescheren uns 1200 Dollar. Alle 60 Sekunden. Das ist jetzt nicht so der Wahnsinnsaufriss, aber es ist erstmal ganz okay. Jetzt können wir natürlich diese Übersichtskarte hier ein bisschen im Auge behalten. Da tauchen im Laufe der Zeit auch Agenten vor Ort auf. Und dann können wir unseren Leuten sagen, sie sollen sich verstecken. Dann könnten besondere Zivilisten, NSCs, sonst was hier auftauchen, denen wir dann, wo wir spezielle Missionen kriegen. Da können wir Arbeiter dann losschicken, die zu entführen zum Beispiel. Im Moment haben wir noch keinen hohen Bekanntheitsgrad. Wir werden als harmlos eingestuft, aber wir generieren Wut, weil wir hier für Kriminalität sorgen. Wir stehlen. Dementsprechend, da ist das Zimmermädchen, das wir eigentlich gefangen nehmen sollten. Uns fehlt im Moment nur leider die Sache mit der Gefängniszelle. Wie teuer sind Flure? 100 pro Feld. Ja, es ist eigentlich ganz okay. Machen wir das erstmal so weit. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Der Bau des Raums geht weiter. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer für den Anfang. Aber wir können auf die Art vielleicht noch ein bisschen was hier weiterbauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie groß wir die Gefängniszelle machen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir das hierhin machen sollten, wenn ich den Raum später vergrößern will. Auf der anderen Seite, ich könnte eine zweite Kommandozentrale hier hinten bauen später, die meisten Gegenstände rüber transplantieren und den Raum hier abreißen. Ist ja alles relativ modular. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal einen schwachen Anfang gemacht hier. Sind so gut wie pleite, aber wir haben Einnahmen. Jetzt müssten wir als nächstes gucken, dass wir uns ein bisschen vergrößern. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Geld. Ich würde ganz gerne den Tresor hier reinmachen, das Kraftwerk woanders hin. Den Platz hier unten könnten wir gut gebrauchen. Außerdem müssen wir irgendwann eine größere Kaserne bauen. Größere Kaserne könnte man auch hier reinmachen. Dann hatte man hier Platz für andere Dinge, zum Beispiel Gefängniszelle und meinetwegen auch Tresor. Dann könnten wir hier zwei Räume reinmachen. Die Gefängniszelle muss nicht so wahnsinnig groß sein. Ja, das schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was umbauen. Und die Kommandozentrale hier ist auch erstmal ein Provisorium. Das wird nicht ewig so bleiben. Ich denke, ich werde jetzt noch ein kleines bisschen weiterspielen. Und wenn wir ein bisschen was erweitert haben, hole ich euch für das nächste Video dazu. Ich habe ja schon angekündigt, Evil Genius wird ein Zweitagesvideo. Oder Zweitages-Teil im Adventskalender. Das bedeutet, wir sehen uns morgen wahrscheinlich wieder für noch ein bisschen Evil Genius. Bis dahin, macht's gut, haltet euch steif. Ciao, Freunde.